Nachdem wir im letzten Video unser Projekt fürs Arrangement vorbereitet haben, zeige ich euch in den nächsten Videos, wie ihr MIDI-Noten schreiben könnt. Wir fangen mit einem flächigen Pad an und werden später dann noch den Bass und die Drums dazu arrangieren. Um diesem Video folgen zu können, benötigt ihr die Dateien Rock Anthem Chords und Rock Anthem Pad. Ihr solltet also jetzt zwei Dateien in eurem Downloads-Ordner haben. Einmal die Akkorde von dem Song und einmal ein Cakewalk-Bundle-File. Hier ist die Projektdatei von Cakewalk und die Audiodatei dazu. Wir klicken hier doppelt drauf, dann öffnet sich Cakewalk, falls es noch nicht offen ist. Und wir bekommen hier die Dialogbox Bundle entpacken. Da können wir hier einen Speicherort auswählen. Ich nehme einfach den Desktop. Ihr könnt natürlich selbstverständlich einen Speicherort eurer Wahl wählen. Und wir klicken auf OK. Jetzt öffnet sich das Projekt. Wir sehen hier dieselben Spuren, die wir im letzten Video angelegt haben. Und zusätzlich habe ich alles etwas abgemischt, sodass es am Schluss hoffentlich nach einem richtigen Rocksong klingt. Wir speichern das Projekt einmal mit Ctrl S. Und wenn wir jetzt auf unseren Desktop gehen, sehen wir, dass ein Ordner erstellt wurde, in dem ein Cakewalk-File ist und ein Audio-Ordner erstellt wurde, wo unsere beiden Gitarren-Files drin sind. Als nächstes würde ich sagen, hören wir nochmal kurz rein und schauen uns dabei auch schon die Akkorde an von dem Song. Und das wird nochmal wiederholt hier. Und ein drittes Mal. So, jetzt kommen wir zu diesem B-Teil hier. Dann habe ich hier auch markiert, mit einem Marker. Und dieser A-Teil wird nochmal wiederholt am Schluss. Wenn wir uns die Rhythmusgitarre jetzt mal alleine anhören, dann klingt es schon recht dick, aber wir haben noch keinerlei harmonische Information da drin. Wir können jetzt also nicht sagen, ob das jetzt Moll, Dur oder sonst was sein soll. Wir haben einfach nur leere Quintakkorde bis jetzt. Was man dann oft im Rock macht, um erstens die harmonische Information dazu zu geben und zweitens das Ganze einfach nochmal fetter zu machen, ist, ein Synthesizer-Pad hinzuzufügen. In unserem Fall werden wir kein Synthesizer-Pad nehmen, sondern eine Mischung aus Chor und Streichern. Wir fangen als erstes mit dem Chor an. Man sieht, hier ist es noch gar nichts los, das sind lauter leere Spuren. Und wir klicken jetzt einfach mal auf die leere Chorspur doppelt und sehen, wie sich hier so ein Fenster öffnet. Das können wir gleich ein bisschen größer machen. Und jetzt sehen wir hier eine sogenannte Piano-Rolle. Hier links haben wir die verschiedenen Noten. Können wir auch draufklicken, dann hören wir die gleich. Und hier oben haben wir die Zeit. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie bei so einer alten Drehorgel, wo die Lochkarten durchgekurbelt werden und bei jedem Loch ein Ton gespielt wird. Hier haben wir keine Löcher, sondern Noten. Die kann ich reinziehen, indem ich diesen Stift hier nehme und einfach die linke Maustaste gedrückt halte und hier etwas aufziehe. Ich kann das Ganze machen. Wir schalten diese Chor mal auf Solo, da muss ich hier ein bisschen scrollen. Und dann können wir uns das einfach anhören. Ja, ist eine wunderschöne, moderne Komposition. Wir können diese Noten jetzt ganz leicht verändern, indem wir zum Beispiel an der rechten Seite ziehen oder an der linken. Damit können wir den Start und Stopp der Note verändern. In der Mitte entsteht so ein Vierfachpfeil. Damit können wir die Noten ganz einfach komplett verschieben. Und hier unten, ich hoffe, ihr seht es auch, wenn nicht, einfach mal hier ein-, zweimal draufklicken, haben wir die Anschlagstärke. Da können wir jetzt einstellen, wie laut die Note gespielt werden soll. Das können wir auch hier in der Mitte der Note am oberen Rand einstellen.
Wenn ich jetzt hier klicke und hoch und runter gehe, sieht man, wie unten der Balken auch mit hoch und runter fährt. Wir können die Noten auch wieder löschen, indem wir einfach mit der rechten Maustaste draufklicken. Oder wir können mehrere Noten markieren, indem wir die rechte Maustaste gedrückt halten und ein Fenster über alle Noten aufziehen. Jetzt können wir diese verschieben, verändern oder auch, wenn wir entfernen drücken, alle gleichzeitig löschen. So, das war ein kurzer Crashkurs, wie man in Cakewalk Noten schreibt. Und ich würde sagen, wir probieren das gleich mal aus und programmieren unseren Chor. Wir gehen zu Takt 2 und fangen an, diesen E-Moll-Akkord einfach mal zu schreiben. Wir brauchen dafür ein E, ein H und ein G. Ich wähle jetzt einfach mal die Terzlage aus in enger Lage. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Lagen ausprobieren. Als nächstes brauchen wir ein C. Dur. Ein G-Dur. Und einen D-Dur-Akkord. Ich habe das hier alles in enger Lage geschrieben, ohne großartige Stimmführungsregeln oder irgendwas zu beachten. Es ist auch gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist eigentlich, dass es relativ gleichbleibend eine Fläche hinter die Gitarre legt, die so ein bisschen Harmonie und ein bisschen Fettheit einfach mit dazu gibt. Wir können uns das gerne mal mit der Gitarre zusammen anhören. Nur vorher sollten wir nochmal unsere Velocities checken. Wir markieren alle und machen die so laut wie es geht. Wir schreiben Rockmusik, wir wollen alles so laut haben wie möglich. Jetzt schließen wir das Fenster hier mal kurz für einen Moment. Das können wir machen, indem wir hier unten auf Reduzieren klicken und hören uns jetzt beides mal zusammen an. Der Chor ist gerade auf Solo geschaltet, das nehmen wir einfach raus. Die Leadgitarre ist gemutet, das passt. Jetzt sollten wir nur die Rhythmusgitarre und den Chor hören. Klick hier auf Takt 2 und klick auf Play. Genau, also man hört jetzt den Chor gar nicht so krass. Ich schalte ihn bloß jetzt einmal kurz stumm, damit ihr merkt, was der eigentlich tut hier. Also man muss sagen, man hört ihn jetzt nicht so krass, aber wenn man ihn wegmacht, dann fehlt irgendwie was. Und das ist unser einziges Ziel, das, was sonst fehlt, da hinzuzufügen. Dann sehen wir hier, dass wir die erste Akkordfolge dreimal brauchen. Da können wir jetzt einfach diese Region hier markieren und mit Steuerung und D diese duplizieren. Dann klicken wir wieder doppelt hier drauf und schreiben unseren B-Teil weiter. Wir brauchen erst einen C-Dur-Akkord. Dann hier einmal D über Fis. Da wir hier aber keine Bässe berücksichtigen, die sind ja schon in der Gitarre und nachher später auch im E-Bass vorhanden, kümmern wir uns gar nicht darum, sondern schreiben einfach einen Takt lang einen D-Akkord. Und jetzt brauchen wir einen halben Takt G. Einen halben Takt D. Und einen halben Takt E-Moll. Und einen halben Takt H-Moll. Und zum Abschluss nochmal einen Takt C und einen Takt D. Jetzt merken wir hier unten, dass wir die neuen Noten wieder leiser geworden sind. Ja, die Balken sind nicht ganz hoch wie die anderen. Wir markieren einfach alle Noten, die wir jetzt hinzugefügt haben und ziehen den Balken wieder ganz nach oben. Jetzt können wir das Fenster wieder schließen und sehen, dass wir hier noch einmal dieselbe Akkordfolge brauchen wie vom Anfang. Die können wir jetzt hier anklicken, rüberziehen und ganz wichtig, bevor ihr loslässt, einmal die Steuerungstaste gedrückt halten. Dann seht ihr, dass hier so ein Plus erscheint. Und wenn ich jetzt zuerst die Maustaste loslasse, dann habe ich diese Region nicht verschoben, sondern kopiert. So, zum Abschluss würde ich sagen, hören wir uns einfach mal nur den Chor nochmal an. Wir klicken auf S.
Hier haben wir alles kopiert, das heißt, es reicht, wenn wir den Takt 9 anfangen. Genau, würde ich sagen, klingt perfekt. Bevor wir jetzt weitermachen, markieren wir mal alle diese Regionen. Wieder mit der rechten Maustaste gedrückt halten, ein Fenster über alle Regionen ziehen. Jetzt können wir mit der rechten Maustaste da draufklicken und Verbinden zu Clips auswählen. Jetzt bekommen wir aus diesen ganzen einzelnen Regionen eine gesamte. Diese können wir jetzt nehmen, indem wir wieder draufklicken und mit demselben Trick wie vorher die hier runterziehen auf die Strings bei Takt 2 und jetzt, bevor wir loslassen, wieder die Steuerungstaste drücken. Jetzt haben wir den Chor einfach auf die Strings kopiert. Wir können uns das mal zusammen anhören und wir schalten auch die Strings in Solo. Klicken auf Takt 2 und drücken auf Play. Genau, das klingt jetzt schon so leicht synthetisch. Genau das, was wir brauchen. Ich schalte jetzt mal die beiden Solo raus, dass wir uns das mit der Gitarre zusammen anhören können. Ja, klingt perfekt. Ich schalte jetzt mal die Lead-Gitarre dazu. Ganz nett ist es auch mal die Rhythmusgitarre auszuschalten. Genau, das war jetzt das Ziel von dieser Einheit, einfach der Rhythmusgitarre ein bisschen Harmonie zu geben und sie dadurch noch ein bisschen dicker zu machen. Und ich würde sagen, das ist uns auf jeden Fall gut gelungen.